Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Monstrum. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin wieder zurück. Ich kann wieder Monstrum zocken und alle anderen schönen Dinge hier machen in Berlin. Und freue mich auch sehr, dass ich wieder hier bin. Ja, ich freue mich sehr. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich das in dieser Runde auch wieder schaffen werde. Diesen Kackviechern zu entkommen. Das wäre nämlich total großartig. Ich möchte ja, wie gesagt, immer noch aufholen. Ich renne hier schon wieder durch die Gegend wie ein angestochenes Huhn. Aber das muss auch sein. Sonst bloß hier keine Zeit verstreichen lassen. Und mit seiner Natur. Pass mal auf, wir haben hier doch diese Sicherung. Wenn ich die jetzt hier reindrehe. Zack. Dann könnte ich doch mal hoffen, dass ich hier was Nützliches finde. Naja, gut. Oder auch nicht. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Blöd. Das ist jetzt doof. Hat schon einer was gehört? Ich habe nämlich noch nichts gehört. Weil ich ja so ein bisschen das Gefühl habe, dass es The Fiend sein könnte. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon. Hab ich da richtig gehört? Das war doch Disco-Fiend wieder, oder? Der doch wieder hier lustige Sachen mit den Lichtern macht nachher. Ah, das Klebeband. Oh, oh. Das ist The Fiend. Der kleine Hosenscheißer. Also eigentlich bin ich ja eher der Hosenscheißer, wenn ich vor ihm wegrenne, aber gegen The Fiend haben wir noch nicht gewonnen mit dem U-Boot. Nochmals an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für diesen Tipp. Beziehungsweise die schöne Zusammenfassung. Das fand ich wirklich toll. Also ich hatte es mir jetzt vorher nochmal angeguckt in dem Kommentar. Hat sich ja ein netter Mensch die Mühe gemacht. Sorry, wenn mir der Name gerade nicht einfallen mag. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank dafür. Finde ich wirklich toll. Huch. Wer braucht einen Flairgun? Wozu braucht man eine Flairgun? Kein Mensch braucht eine Flairgun. Kannst du vergessen, mein Freund. So, wir haben zwei. Zwei Teile? Nee. Wir haben ein Teil, ne? Für jedes. Nee, Quatsch. Huch. Nee, für den Helikopter haben wir ja schon den Benzinkanister. Also zwei Teile. Ich wollte nochmal kurz hoch. Denn mit dem wunderschönen Klebeband können wir so tolle Sachen machen. So, ich klebe das mal wieder zu hier. Das habe ich ja beim letzten Mal leider nicht gefunden, ey. Und dann haben wir da auch echt grandios dreimal verkackt, ne? So eine Scheiße, ey. So ein Ärger, wirklich. Das hat mich wirklich geärgert, dass ich das gar nicht geschafft habe. Security. So.
Alter. Alter, du wirst... Ey, du wirst doch jetzt nicht hier reinkommen wollen, oder? Nein, scheiße, jetzt ist er wieder da. Das Blöde ist, die Leute haben mir jetzt schon mehrfach geschrieben, also ihr habt mir jetzt schon mehrfach geschrieben, dass er irgendwann die Lust verliert. Wie lange wartet ihr da bitte schön? Also ich habe jetzt hier schon bestimmt schon 2 Minuten hier in irgendeiner Folge schon mal gestanden und habe die Tür wieder zugemacht. Und der macht sie immer wieder auf. So, ich muss mich mal eben umgucken, wo ich mich verstecken kann. Okay, da. So, jetzt ist er auch schon wieder drin, würde ich sagen. Disco, Disco. Disco. So, der hat uns zum Glück nicht gesehen, der alte Scheißer. Das Blöde ist, ich weiß jetzt auch nicht, wo er hin ist. So, ich mache mich mal ganz klein wieder. Nicht, dass ich es nötig hätte, mich klein zu machen, aber ich mache das einfach mal, weil ich glaube, tatsächlich, dass ihr uns da nicht so gut hört. Oh, jetzt ist er schon wieder da, ne? Das ist doch nicht wahr. Der ist gleich schon wieder hier drin, ne? Der alte Sack. Mann, ey. Jetzt hau doch mal ab. Ja, was denn jetzt? Mann! Ich höre den noch klar und deutlich und... So, ich gehe mal ganz vorsichtig hier ein bisschen durch die Gegend. So. Scheiß Mist, ey. So. Coole Sache, dass hier die Luftpumpe ist.
geht's mal runter. Ja, du kannst hier rumpupen, so viel du willst, du Scheißer. Kackalarmanlage. Alarm-Alarm-Alarmanlage. So. Nix da. So, ich hau's mal ab. So, und ich würde sagen, ich versuche mal gleich. Versuche jetzt gleich mal wegzukommen hier, wollte ich gerade sagen. Mit dem Helikopter. Dafür brauche ich allerdings noch den Schlüssel. Ich weiß natürlich nicht, ob ich den jetzt noch finde so schnell. So, ja, nee, dann nicht. Diese langen Gänge sind die Hölle. Wenn du es mit The Fiend zu tun hast, sind diese langen Gänge echt die Hölle. Einfach aus dem Grund, weil der mit seinen blöden, super telekinetischen Ultrafähigkeiten dich einfach mal auf die Distanz einfach umboxen kann. So. Helikopter. Auf sollst du! Dulli! So, das Ding kommt weg. So, dann kann ich auch direkt mal wieder nach ganz unten. So, hier. Hierfür habe ich gar nichts, ne? Das bringt also überhaupt nichts, hier rumzuhampeln. Das Schweißgerät. Ich habe das Schweißgerät gefunden. Zack, weg damit. Damit sind wir fertig. So. Ich habe die ganze Zeit lang das Gefühl, er sitzt uns hier irgendwo in der Nähe im Nacken oder so. Wow, tut er auch! Nein! Manu, du Ficker! Ich hasse dich! Ich hasse dich, du Kacker! Scheiß Fiend! Miststück!
So ein Arschloch, ey. So, eigentlich bräuchte ich auch überhaupt nicht den Feuerlöscher mitnehmen. Ich habe noch nicht einmal habe ich es hinbekommen, dem Fiend mit dem Feuerlöscher eins auszuwischen. So, bitte irgendwo die Schlüssel. Bitte, bitte, bitte. Ein Radio. Das tut auch. Na gut, wollte ich sagen. So. Sicherung, das ist auch nicht verkehrt. Mist. Nicht mal ein bisschen ein Schlüssel. So, hier waren wir auch schon, ne? Ach, Alter. Ich war hier wirklich schon? Okay. Na gut. Dann ist das eben so. Ah, da, da. So, aufgepumpt. Nützt aber ja alles nichts, wenn wir keine Schlüssel dafür finden. Keine Kette. Die Schlüssel! Geil! Mist! Doch gesehen gerade da hinten, ne? Die kleine blaue Scheißwolke. Das kann er mal voll vergessen. Nicht mit mich, mein Freund. Nein! Hau ab, du Dampf! Dann können wir das jetzt nochmal versuchen mit dem Helikopter, uns davon zu machen, falls das klappt, falls wir nicht vorher von dem Arsch noch geschnappt werden. Was ja, wie gesagt, einfach immer passieren kann in diesem Spiel. Gerade hier oben. So, eins. Zwei. Und jetzt heißt es abwarten. Macht's kaputt.
Jetzt hat er es kaputt gemacht. Der Scheiße hat es kaputt gemacht. Mann, Alter, das hat er noch nie gemacht. Drecksack, Verfluchter. Ja, na toll. Jetzt hat er uns... What? Den hat er auch schon kaputt gemacht? Warum denn sowas? Das ist ein ganz toller Kollege. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der kleine Scheißfiend? So, Sub. Tja, Jungs, Power-Konsole, das können wir vergessen. Ah, ist er. So, ich würde sagen, das haben wir total verkackt, diese Runde. Aber wirklich, grandios, auf ganzer Linie. Jetzt hat er uns den Helikopter kaputt gemacht, die Konsole ist auch schon im Arsch. Jetzt können wir ja theoretisch... Da. Gar nicht, was er hat, ist doch noch ganz. Verfluchte Axt. Oder das ist ein Bug. Das könnte natürlich auch sein. Naja, halt die Fresse, du alter Scheiße. So, ich mache hier mal zu. Das ist echt eine krasse Runde heute, finde ich, wirklich. Hat der Scheiße uns gleich zwei Sachen kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt die Kette finden. Die Musik gar nicht, die Geräusche, die sind mir ganz neu. Ist er jetzt da oder nicht? Oder wie oder was? Taschenlampe, kann man hier nie genug von haben. So, ich gehe mal ganz vorsichtig weiter. Die Kette.
Bitte, die Kette, die finden wir doch nie. So, also hier ist sie schon mal nicht. So. Oh. Da laufe ich ihm gerade fast in die Arme, dem alten Scheißer. Habe ich erst auf die Entfernung gar nicht richtig gesehen, dass der da war. So, der ist aber heute auch echt hartnäckig, der Gute. Dabei habe ich es doch immer gut mit ihm gemeint. So, ich glaube, wir müssen mal runter in den Maschinenraum. Glaube ich. Irgendwie so. Mal kurz nachgucken. Er hat wirklich die Konsole kaputt gemacht, der Sack, ne? Ah, scheiße, die ist hin. Ich weiß, das war ich, aber seit wann sind die so laut? So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Da gibt natürlich noch einen Haufen mehr, aber zwei, von denen ich jetzt erstmal ausgehen würde, dass es so sein könnte. Und zwar irgendwie entweder im Maschinenraum natürlich oder bei den Containern. Ich tippe mal eher auf den Maschinenraum, dass wir das Gedönse da finden könnten. Ja, nee, ist klar hier, du Dampfarsch. So, da hinten sind auf jeden Fall, ja gut, die Batterien. Die können wir uns jetzt schenken. Tja, blöd. Blöd, 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 blöd. Achsel, hat er uns tatsächlich hier das Ding kaputt gemacht. Okay, irgendwas ist ja immer, ne? Also öfter mal was Neues. So, und geht's hier nochmal runter? Da pustet sie schon und ist noch am Rumpeln, ne? Das Ding hier. Mann.
glaube, hier habe ich noch nie die Kette gefunden. Glaube ich jedenfalls. Aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube aber nicht. So, das heißt Maschinenraum. Nur auch den müssen wir erstmal finden, ne? Okay, blöd jetzt. Ich glaube, das hatten wir aber auch noch nicht, ne? Dass der unsere Räume kaputt gemacht hat. In denen wir noch nicht, also eine Lösungsmöglichkeit kaputt gemacht haben. Die wir noch gar nicht ganz ausprobiert haben oder noch gar nicht im Begriff waren, damit zu fliehen. Ich glaube, das gab es noch nicht. So wie jetzt das Panel, das U-Boot-Panel, das... Ich meine, das... Seit wann macht er uns das kaputt? Ja, ja, verpiss dich! So ein Ding kann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Wenn er einem nämlich einfach mal die Tür vor der Nase zumacht, durch die man gerade ausschreiten möchte, da hat man nämlich mal ganz schnell verloren. Ob das jetzt so clever war hier? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Kette. Für alle, die zwischenzeitlich mal vorgeschaltet haben sollten. Ich kann es den Leuten dann ja auch nicht verübeln an der Stelle. Wenn man jetzt so lange nach irgendwas sucht oder so. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Aber so lange spielen wir noch gar nicht. Ne? Ich guck gerade mal irgendwie, halbe Stunde, etwas mehr. Geht eigentlich. Mit deinem scheiß Schlüssel, du. Die braucht kein Mensch mehr. So, ja, schade. Hätte sein können, dass hier irgendwo noch die Kette liegt, aber leider nicht. Die Alarme werden auch direkt aktualisiert. Ne? Also wenn der einmal losgegangen ist und noch läuft und dich quasi dann eine andere Kamera sieht, dann führt die den Alarm direkt fort. Also es ist nicht so, dass sie dann nochmal dich erst erkennen muss oder so. Nö, die hatte ich dann direkt. Thank you.
So, auch hier keine Kette, kein gar nichts. Die U-Boot-Batterien. Das ist ja großartig. Gibt ja kaum was Schöneres als U-Boot-Batterien, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Früher oder später müssen wir das ja doch machen. So. Da war der Scheißer doch schon wieder. Verfluchte Axt. Die Messerhalle. Ja. Boah, was eine Folge, ey. Die kann weg, die ist schon wieder leer. Ich habe das Gefühl, der ist die ganze Zeit lang irgendwie da, ne? Der Sack. Ich höre den die ganze Zeit lang irgendwie brummen oder so. Oder ist es in meinem Kopf? Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ah, ja, genau das habe ich doch gesucht, diesen Raum. So, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück. Scheiße, hier ist auch nichts. Die Kette, hier ist sie. So. Scheiße. Der ist echt hier drin, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt hätten wir echt alles zusammen. Thank you.
Aber vielleicht haben wir Glück und der haut wieder ab. Könnte ja sein. Man muss auch mal Glück haben. Oh, Alter, ey. Mist. Ich glaube, die ist hin. Nehme ich trotzdem mal mit, denn sonst habe ich immer die Kette vor den Augen. Ja, du wirst gleich sehen, was ich meine. Ja, habe ich immer so die Kette vor den Augen, wenn ich renne oder sowas. Mist. Scheiße, ey. Der ist doch noch da hinten, oder? Da flackert's noch. Ich hab so ein bisschen Schiss, dass ich jetzt einen Fehler mache hier. Aber wir müssen weg. Wir müssen weiter. So. So, jetzt nur noch einen Weg rausfinden. Und nicht in den Dampf rennen. Wo ist denn der scheiß Ausgang hier? Hier ist auf jeden Fall einer, den nehmen wir mal. Runter damit. So, angeblich kann man jetzt hier runterspringen. Hammer. Danke. Danke. Sehr geil. Ja, danke, lieber Naden, für diesen Tipp. Super, das finde ich geil. Also jetzt, wenn ich jetzt wieder hätte da durchgemusst, hätte wieder die Chance bestanden, dass ich halt irgendwie von The Fiend aufgegriffen werde, vom guten Disco Fiend. Und so halt nicht.
Finde ich gut. Oh, sehr geil. Oh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt jetzt gerade, weil ich echt so dachte, ey, du willst es jetzt auch wirklich nochmal wieder packen, ne? So nach, ja, jetzt letzte Folge halt irgendwie dreimal verkackt und insofern auch nichts wirklich gewonnen jetzt mit diesem Sieg. Also außer, dass ich halt die, ja, vom letzten Mal wieder aufgeholt habe, aber naja, hat mich jetzt nichts vorangebracht, die Aktion. So, also in diesem Falle, trotzdem einfach mal geil, wieder gewonnen zu haben. Ein gutes Gefühl. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Schalt auch beim nächsten Mal gerne wieder ein. Würde mich freuen. Und dann bis dahin. Mach es gut. Tschüss.